Ja, Markus, Glückwunsch zum Sieg, 6:1 gewonnen, in allen Doppelpack geschossen. Wie hast du das Spiel heute erlebt auf dem Platz? Ja, am Anfang waren die Räume noch relativ eng. Wir haben ein gutes Positionsspiel gehabt heute und ja, wie es der Trainer vor dem Spiel schon gesagt hat, wenn wir geduldig sind und Gegner laufen lassen, werden die Räume größer, genau da ist eintreten und ja, wir haben sie dann sehr gut ausgenutzt. Wie hast du den Gegner erlebt? Im Hinspiel war es ja auch sehr unangenehm zu spielen. War es heute wieder ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Ja, das erste Spiel letztes Jahr, das erste Spiel in der Saison, weiß man nie genau, wo man steht. Ich denke, wir haben uns jetzt stetig weiterentwickelt. Und ja, das haben wir heute, denke ich, auch auf dem Platz gesehen. Und ja, haben verdient 6:1 gewonnen. Danke dir. Ja, Phil, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zu deinen 3 Toren. Hast halt bewiesen, dass es auch von Anfang an geht. Ja, wie hast du die 90 Minuten erlebt auf dem Platz heute? Ja, es war ein kämpferisches Spiel, es war eine Teamleistung. Und deshalb denke ich, dass wir uns hier heute auch gerade für die Teamleistung belohnt haben. In der Höhe, wir haben wenig zugelassen, standen gut kompakt gegen den Ball. Ja. Ja, Danny, Glückwunsch zum Sieg. 6:1 gewonnen in allen heute. Gerne ein Statement von dir zum Spiel heute. Ja, das Ergebnis ist natürlich herausragend. Ja. Ich glaube, wir sind von Anfang an richtig gut in die Partie gekommen, auch wenn wir nicht zwingend vorm Tor waren. Aber ja, von Mal zu Mal hat es einfach ist besser geflutscht, sind die Abläufe besser geworden und dann ja, haben wir eigentlich im Gegner relativ wenig Chancen gelassen. Leider ist dieses 3:1 Anschlusstreffer ärgert mich im Nachhinein, ja, weil wenn wir es dann nochmal unnötig schwer gemacht haben, weil wenn dann hat der Gegner Oberwasser bekommen, dann haben wir ein bisschen umgestellt, dann ist wieder ein bisschen mehr Ruhe reingekommen und so ja, haben wir dann brutal effizient wieder unsere Chancen nach vorne genutzt und am Schluss jetzt auch noch höher ausgehen können, aber wir genießen jetzt ehrlich diesen Moment, weil ja, mit dem 6:1 in Aalen hat es keiner so wirklich damit gerechnet, aber es war rundum ein sehr, sehr reifer Auftritt von uns. Was war mit Lippi? Er musste ja wieder ausgewechselt werden, nachdem er eingewechselt wurde. War es eine Vorsichtsmaßnahme oder hatte er Schmerzen? Ja, es hat jetzt nichts mit seiner Verletzung zu tun. Er hat irgendwie einen Schlag in den Kopf bekommen und hat dann nicht mehr richtig gesehen und war auch nicht mehr so wirklich ganz klar da. Und ja, gegen den DGT als Gegenspieler wollten wir auch kein Risiko geben, auch wegen Kopfverletzung. Deshalb muss man leider Gottes wieder rausnehmen, um da auf Nummer sicher zu gehen. Okay, danke dir. Bitte.